abzuholen in unserer Gemeinschaft, hier möglichst viel Spaß zu haben. Ja, der Tagesablauf, da ist ja der Chef. Den Tagesablauf, den haben wir euch gegeben auf Flyer. Und jetzt übergebe ich direkt an den Chef. Soll ich so sprechen oder soll ich so schreien? Also ich glaube, ohne dass es lauter ist. Ohne dass es lauter. Ja, hallo. Herzlich willkommen bei uns im Holiday Park. Ich sage jetzt ein bisschen dran, wir gehen dann nachher dann zur Fragerunde. Ich freue mich nur, dass wir für dieses Event den Holiday Park ausgesucht haben. Wir haben heute entschieden, damit sie sich ein bisschen besser im Park haben, nicht ganz so viele Leute reinzulassen. Und ja, dann wünsche ich jetzt erstmal viel Spaß, nachher guten Appetit und wir sehen uns um 12:30 im Felser Dorf in der Schubscheune. Wo kommt ihr überall her heute? Frankfurt, Düsseldorf, Mönchengladbach, Wer kommt noch? Duisburg. Aus überall her Deutschland. Prima. Okay, dann lass uns nicht lange labern, sondern anfangen. Alle, die beim ersten Fan-Treffen schon dabei waren, wissen, was jetzt kommt. Jetzt kommt der legendäre Freizeitpark-Welt-Countdown zum Start unseres Treffens. Wo sind die Leute mit den Kanonen? 1, 2, wo ist die dritte? 3, sehr schön. Alles klar. Ja, am besten stellen wir uns hier hin und die Leute mit den Kanonen da vorne irgendwo und haben ein schönes Gruppenbild. Wer fliegt rum und herum? Wer fliegt hoch? Wer fliegt rum und herum? Wer fliegt tief? Wenn du an deinem Hebel ziehst, dann geht es hoch. Wenn du drückst am Hebel, dann geht es tief. Wer bleibt trocken und wer wird gleich nass? Schnell aufgepasst. Wer ist Maya? Wer will die? Wer fliegt rundherum? Wer will hoch? Wer will tief? Bienchen summ, summ, summ. Maya, fliege hoch, hoch, hoch. Willi, fliege tief, tief, tief. Maya, fliege hoch, hoch, hoch. Und Willi, fliege tief.
einige der talentiertesten Sportler aus aller Welt präsentiert. Die Wasserskishow im Holiday Park. Das war gut, das hat mir gefallen. Ein Trauhöschen, sehr schön, wir melden uns. Der nächste, das wird ja immer schlimmer. Luigi, wo hast du den denn jetzt her? Ball erledigt. Opa Gangnam Star. Jetzt kannst du dich bei Flipper melden. Wir haben noch eine Rolle frei. Tollboje. Der nächste. Endlich was Gescheites. Tabaluga. Tabaluga, hörst du, wie die Menge tobt? Yeah. So, wo sind die Hände? Man sieht sich jeden Tag bei der Nacht ganz außer. Man ist dann verheiratet. Auf geht's. Das brauchen wir für unseren Film. Was hat er denn? Hat er Asthma? Ein Mangel an Vertrauen beängstigt mich. Oh, mich beängstigt deine Schnauze. Du schnaufst ja rum wie so ein 80-Jähriger mit einer Raucherlunge. Dich doch mal an im Spiegel, du bist so komplett kacke. Du hast ja nicht mal Schuhe und nimmst nach Pfeife. Hey, ich bin deine Mutti. Dann bist du. Und nu? Gefährdet. Das war ein fairer Mittel. Hast du irgendwas anderes? Samstag. Da kommt aus sich ständig hier Müller vor, die holen die gelben Säcke ab. Das ist Star Wars, meine Damen und Herren. Und hier sind noch zwei gelandet. Die haben ihr UFO zu Hause gelassen. Dafür haben sie E.T. ans Steuer gesetzt. Ab geht die Luzi. Nimm den auch noch mit. Na komm, gib Gummi. Lass die Hose machen. Hier muss schön. Aber gerade so. Eins. Komm. Film im Kasten, alles im Kasten. Riesen und Applaus für unser Nachwuchstalent. Verbeugt, verbeugt dich in die Richtung, verbeugt dich dorthin. Da vorne sind welche im Nebel. Soll es nicht, man braucht sie nicht verbeugen. Kennen Sie diesen Wunsch, etwas in Ihrem Leben zu verändern? We'll be right back.
Solche Leute brauchen wir. Hey,
seid die Helden! Wo ist denn hier die Stimmung? Yeah. Yeah. Ist da. Hey. Hier die zwei liebenden Daisy-Frau, Freundin, zukünftige Ex. Wieder Minuspunkt. Jetzt kommt nämlich Level 3. Also, beides zusammen. Alle Leute, die an der Extra Writer teilnehmen, die also bekommen. Die mit dem grünen Bändchen. Ja. Die, und alle Kinder bekommen von uns ein Präsent. Hey, Revolutionsbremse, wo ist meine Kohle? Wer hat meine Kohle? Was jetzt? Da oben? Ha. Und jeder denkt nur los, drückt ab. Das macht von dir auf. Aber auf euch, habt auch gedacht, dass ihr kommt. Ja, Stefan, freut mich, was ich in die Richtung... Aha. Nein, Stefan, nochmal. Auch verbeugen. Yeah. Hat das Spaß gemacht? Wie war der Knutscher? Das muss das Mikrofon sein. Was? Er ging. Das war wahrscheinlich eklig. Er ging, ja? Okay, kommt das ausbaufähig. 4-5 Jahre noch, dann gefällt dir das besser. Ja, warum nicht? Einfach der coolste Typ hier. Thank you.